that's all I need. All I want is for you to stay a little longer now, with arms around me like a. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable und zu den News vom 9.12. Heute wird es eisig, denn der Winter ist in Jorvik tatsächlich so richtig eingekehrt. Ja, ich befinde mich jetzt hier in Whaledale und wie ihr schon seht, der Fluss ist zugefroren. Das erste Mal in Star Stable, dass tatsächlich Gewässer zugefroren sind zu Winter. Mega, mega schön, wie ich finde. Dieses Jahr der Winter in Jorvik hier total gut gelungen. Es sind nicht alle Gewässer gefroren, muss man dazu sagen. Denn zum Beispiel in den Wildwoods, dort ist es nicht gefroren. Aber das ist ja auch irgendwie okay. Denn es kann ja nicht immer alles überall gefroren sein. Gerade in so einer relativ großen Welt. Und nicht nur hier ist es gefroren, auch in Dandal sind die Seen oder ist der See gefroren, also wirklich sehr, sehr cool. Seht euch das an. Ich finde, das ist wirklich, wirklich der Hammer irgendwie, dass sowas Winterliches jetzt hier in Jorvik ist. Wir haben ja immer da so ein bisschen rumgejammert, dass der Schnee weg ist, weil vor 2 oder 3 Jahren, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal Schnee hier in Jorvik war, da war ja alles zu bedeckt mit Schnee und den gibt es nicht mehr. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich es so, wie es jetzt gerade ist, noch viel, viel cooler finde als vorher. Gerade wenn jetzt hier so ein bisschen der Schneefall immer kommt, wenn so ein paar Gewässer gefroren sind, finde ich das atmosphärisch einfach noch viel schöner, als wenn in ganz Jorvik so Schnee liegen würde. Eure Meinung dazu bitte sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich bin so gespannt, was ihr dazu meint. Außerdem findet man als Star Rider dieses Mal auch wieder einen neuen Bonusgegenstand hier im Bonusshop in Moorland. Und natürlich gibt es auch neue Festivitäten hier. Man kann jetzt Pinguine finden. Und jetzt zum Beispiel sind sie gerade hier in Fort Pinter, immer auf gefrorenen Flächen. Und da kann man ein bisschen Musik spielen oder man kann sich auch ein Konzert anhören. Und diese Pinguine findet ihr von Zeit zu Zeit, wenn ihr die Nordlichter verfolgt. Ich habe eben fast 1 Stunde gebraucht, um diese Pinguine zu finden. Weil ich mir nicht sicher war, sind sie wirklich nur da, wo die Nordlichter sind? Ich habe alles nachgeprüft, ja. Man muss tatsächlich warten, bis die Nordlichter richtig stehen quasi. Und das bedeutet, dass sie jetzt die ganze letzte Stunde überhaupt gar nicht anwesend waren. Und erst jetzt zur vollen Stunde, als die Nordlichter wieder gewechselt haben, gab es die Pinguine zu sehen. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Und die werde ich mir dann auch nochmal genauer anschauen. Ja, und so sieht übrigens die Winterbühne aus, bei dem man hier alles hören kann, beziehungsweise bei dem man sich das Konzert anschauen kann. Und man kann bestimmt noch mehr entdecken. Ich habe den Weg jetzt hier auch nach Jarlaheim gefunden und habe hier meinen Wintergruß eingesammelt. Das bedeutet, ihr müsst einfach wirklich von Zeit zu Zeit den Nordlichtern folgen, um auch die anderen Events alle kennenzulernen. Wie zum Beispiel, dass man in die Sterne schauen kann oder das Neue auch, dass man Schneekanonen sehen kann. Das findet ihr alles bei den Nordlichtern. Natürlich gibt es auch noch das Winterdorf, das ihr immer noch bis zum 13. Januar hier findet. Ja, das war's dann auch schon mit den News von heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Suchen der neuen Festivitäten, denn das ist schon ein bisschen knifflig, die zu finden, weil es wirklich nur von Zeit zu Zeit gesehen werden kann. Und das ist doch sehr, sehr spannend, da die neuen Sachen herauszufinden. Ja, eure Meinung zu den ganzen Updates sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich wünsche euch heute noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.